danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und mit uns ein bisschen diskutieren. Herr Sehr gerne. Also Sie sehen seit ein paar Wochen, es gibt immer fast jedes Wochenende eine Demo in verschiedenen Orten. Also in Wien gibt es auch, in Salzburg, in Linz und so weiter. Was ist Ihrer Meinung nach, was hat diese Demo bis jetzt gebracht? Meiner Meinung nach ist die Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen eine der größten Bewegungen in der Geschichte Österreichs seit 1945. Diese Bewegung zeigt, dass große Teile der österreichischen Bevölkerung diese undemokratischen Angriffe ablehnen. Ich glaube, dass die Größe dieser Demonstration einen massiven Druck ausübt auf die Regierung. Wir sehen in ganz Europa solche großen Demonstrationen. Und ich glaube, sie sind ein wichtiges Zeichen, dass die Menschen Demokratie und Gerechtigkeit wollen und keine Impfpolitik, keine Corona-Politik, die nur den Interessen von Pharma- und Technologiekonzernen dient und die nur dazu dient, dass der Staat seine Macht über das Volk ausbauen kann. Aber wie können Sie sagen, das ist der große Teil, die Bevölkerung in Österreich das tut? Und wenn Sie jetzt sehen oder mitfolgen, fast 70% der Bevölkerung sind geimpft. Wie können Sie sagen, dass der große Teil der Bevölkerung sind jetzt bei der Demo dabei? Nein, nein. Viele Menschen sind geimpft, weil sie dazu gezwungen sind, weil sie das machen müssen, weil sie sonst nicht in der Arbeit ihren Arbeitsplatz verlieren, weil es großen Druck gibt. Ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, viele Menschen stehen der Impfung sehr skeptisch gegenüber und trotzdem aber sind sie gezwungen, jetzt sich impfen zu lassen. Abgesehen davon, es geht ja auch nicht darum, wenn ein Mensch kann sich impfen lassen wollen oder auch nicht, aber man muss den Zwang dazu ablehnen. Und das tut eine große Mehrheit. Ein Beispiel. Die Regierung versucht seit einigen Wochen ein Lichtermeer solche Demonstrationen zu organisieren, um Unterstützung für ihre Politik zu demonstrieren. All diese Demonstrationen, Lichtermeer-Demonstrationen in Wien, in Graz, in Klagenfurt, waren viel kleiner als die Proteste gegen diese Politik. Aber was ist Ihre Probleme oder Ihre persönlichen Probleme? Sind Sie gegen die Impfung selber oder gegen die Impfpflicht? Ich bin auf jeden Fall gegen die Impfpflicht. Ich halte die Impfung vor allem für junge Menschen, für Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, alle Menschen, die nicht zu diesen Risikogruppen gehören, da glaube ich, dass die Impfung nicht sonderlich sinnvoll ist und vielleicht sogar mehr Schaden anrichtet. Ein Beispiel? Ja. Ein Beispiel nur. Wir haben jetzt, sind 70, 80, 90% der Bevölkerung geimpft. Trotzdem sind im Jahr 2021 genauso viele Menschen mehr gestorben wie 2020, wo noch niemand geimpft war. Daher aber, glaube ich, dass die Impfung... Sie sind nicht so 90% gekommen. Wir sind jetzt, also das Ziel von der Regierung, dass wir so 90% kommen. Wir sind fast 70% jetzt. Und außerdem, natürlich, die Analyse sagt, dass die Menschen, die auch gestorben sind, die sind meistens sind nicht geimpft. Ja, da habe ich große Zweifel. Erstens, 70% ist im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, also auch den Kindern, für die ja noch gar nicht Impfungen zum Teil entwickelt sind. Unter der Erwachsenenbevölkerung ist der Anteil viel größer. Zweitens,
Ich glaube, dass dass man sehr genau untersuchen muss, warum sterben jetzt genauso viele Menschen, obwohl wir die Impfung haben, als davor, wo es noch keine Impfung gab. Und ich weiß es in Europa, in vielen Ländern sterben jetzt, also im Jahr 2021, sind viel mehr jüngere Menschen gestorben. Nicht ältere Menschen, sondern die Ja, Sterblichkeit aber unter jüngeren ja, Menschen. wie gesagt, das sind die Leute, die nicht geimpft waren. Aber trotzdem, was glauben Sie, was hat diese Demo gebracht bis jetzt, obwohl fast jede Woche seit der Regierung gesagt hat, dass die Impfpflicht kommt und gibt ein Demo und trotz das alles wird ab 1. Februar trifft die Impfpflicht in Kraft. Was hat diese Demo dann gebracht? Wir sehen, also ich glaube, dass die Regierung sehr unter Druck kommt. Es ist richtig, sie hat die Impfpflicht noch nicht zurückgenommen, aber wir sehen schon in anderen europäischen Ländern, Dänemark, Schweden, Großbritannien und anderen Ländern, da werden die Maßnahmen schon zurückgenommen wegen des Widerstandes in der Bevölkerung. Ich hoffe, dass das auch in Österreich passieren wird. Aber auf der anderen Seite in Italien ist es auch jetzt die Impfpflicht, ist jetzt für Gruppen, für verschiedene Gruppen ist jetzt auch Pflicht, die Impfpflicht. Aber gehen wir so an einen anderen Punkt, weil die Demo, was in verschiedenen Ländern oder auch ganz speziell in Wien, Sie sagen, weil das ist gegen Demokratie und gegen die Menschenrechten. Was sagen Sie, weil da war auch der Händler, haben sich gemeldet vorige Woche, weil sie haben sich beschwert, weil die Demo wirkt negativ auf ihre Geschäfte. Und es gibt so viele Geschäfte, die zugesperrt sind, weil sie überhaupt keine Arbeit gehabt haben. Ist das auch nicht auch Menschenrecht? Nein, die tatsächlich haben viele Händler Probleme, aber die Probleme mit dem Rückgang von Einnahmen. Und der Grund dafür ist, weil sehr viele Menschen nicht mehr in die Geschäfte gehen, wegen der 2G-Regel. Das Ja, ist und nicht wegen der Demonstrationen. Die es ist auch, Demonstrationen sind wenn ja die nur Leute, ein paar Stunden am oder Wochenende. es gibt manche, die auch Angst haben, weil manche, es gibt ja immer auch manchmal, da kommt einen so Zusammenstöße und sowas und die Leute haben auch Angst und dann werden sie auch nicht im Geschäft gehen, weil sie riskieren das nicht. Ja, also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Meine Frau arbeitet auch als Verkäuferin im Handel und da Ja. weiß ich aus Erfahrung, dass viele Menschen sich sehr unwohl fühlen, wenn sie ein Geschäft nur betreten dürfen, wenn sie Ausweis herzeigen, wenn sie Impfpass herzeigen. Und dann kommt noch dazu, dass die Polizei oft Razzien macht in den Geschäften. Und viele Menschen haben Angst davor und ich verstehe das sehr gut. Auf jeden Fall, wir wünschen, dass wirklich eine ruhige Demo und dass das auch die Wirtschaft wird nicht von irgendwelcher Schaden, weil ich glaube, jetzt leiden wir für alle genug. Herr Probstinger, am Ende bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie mit uns waren auf Infograd. Dankeschön, vielen Dank. Danke Ihnen. Auf Wiedersehen. مشاهدينا الكرام